Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Stellaris. Wir sind immer noch das Mafia-Myzelium und haben beim letzten Mal, nennen wir es mal, in neue Märkte investiert. Momentan warte ich allerdings hier darauf, dass hier vielleicht mal die Konsumgüter runtergehen. Also, das ist schon krass, wie viele Konsumgüter wir gerade eben jetzt hier verballern, ne? Aber was soll's. Vielleicht kann ich irgendwo. Oh. Erstmal hier eine Rebellion bekommen. Planetare Hauptstadt und Polizei. Orbitale Geschwindigkeitsdämon. Was? Ich glaube, verlangsamen kann man ihn nicht. Ich versuche ihn aufzuhalten. So, Moment. Wir haben ihn gestoppt, genau. Und dann wird er jetzt, glaube ich, geöffnet. Da bekommen wir, glaube ich, eine lustige Wahl oder sowas in der Art und Weise. Okay, also die haben jetzt hier schon eine sehr, sehr niedrige Stabilität. Arbeite ich auf jeden Fall schon mal jetzt hier gegen die Kriminalität an. Im Worst-Case-Szenario muss ich jetzt halt noch das Kriegsrecht auslösen. Ich muss noch mehr Leistung an die Leute geben. Na, ihr seht, das ist ein Problem. Durch diese olle kriminelle Kiste hier, die jetzt halt überall am Laufen ist. 25% Stabi. Aber das wird schon werden. Das wird schon werden. Das ist nur vorübergehend. Das hatten wir ja schon mal. Oh, und wir kommen bald auf den dritten Aufstiegsvorteil zu sprechen. So, jetzt können wir Gebäude günstiger und schneller bauen. Und jetzt bekomme ich die Aufgabe, die Beschaffung von Alien-Exemplaren. Ja, komm, ich mache das einfach mal. Haben wir wieder was zu tun für unsere Forscherlies? Fangen wir hier mal an. Spezialprojekt, Spezialprojekt, Spezialprojekt. Hier gibt es auch noch ein Spezialprojekt. Halte mal. Fangen wir mal so an. Spezialprojekt. Spezialprojekt. Dann hier. Dann da. Dann da. Sieht eigentlich jetzt schon mal fantastisch aus. Gut, dann sollen Sie erstmal das jetzt hier alles abarbeiten und dann sehen wir weiter. Noch kann ich ja keine Wurmlöcher durchqueren. Ich bekomme schon wieder Flüchtlinge. Alle kommen sie zu mir. Bei uns ist das Paradies für Kriminelle. Geringfügige Militärsanktionen. Reiche, die denunziert wurden oder das galaktische Gesetz gebrochen haben. Bin ich der Meinung, ja, unterstützen wir. Geringfügige Forschungssanktionen. Oh, unterstütze ich auch. Das ist schon mal eine gewisse Vorbereitung auf die Zukunft. Auch die Wirtschaftssanktionen, geringfügige Verwaltungssanktionen, bin ich überall dafür. So, natürlich muss Recht und Ordnung sein, und zwar mein Recht und meine Ordnung. So, was bauen wir als nächstes? Ich will die Kriminalität insgesamt jetzt hier mal senken. Das würde mir jetzt helfen und noch mehr Dienstleistungen produzieren. Wer ist eigentlich hier drauf gegangen? Ein Admiral schon wieder. Ach ja, repariert mal hier das Flöttelein. Drogenabhängig. Unterhalt für Schiffe reduzieren. Gut. Oh, diese olle wachsende Arbeitslosigkeit überall. Die verbrauchen halt sau viele Konsumgüter, ne? In der Zeit. Da kann einem schon schwindelig werden, aber wir werden das schon hinkriegen. So, die holen uns übrigens tatsächlich mit der Zeit ein. Das ist echt krass. Kann ich demnächst hier vielleicht mal diesen Wettkampf? Nee, kann ich immer noch nicht. Die sind immer noch für zufällig. Also die Reihenfolge reduziert die Kohäsion. Naja gut, lassen wir das mal. Wir sind wieder voller Äpfel. Jetzt bin ich hier voll. Fuck. Was mache ich mit der Energie? Zwei Stück davon kaufen. Und wie viel kann ich davon eigentlich lagern? So. Die kann ich später brauchen. Vor allem, wenn ich jetzt anfange, Dinge zu bauen. Moment, hier genau bei Tethys. Das Ding hier muss weg. Auflösen. Du baust mir jetzt hier eine sogenannte Megastruktur, sein Habitat dahin.
Dann kann ich nämlich dort an der Stelle tolle Sachen hinbauen. So, wir haben hier die Kriminalität in den Griff bekommen. Was haben wir denn da Schönes? Üppig! Wow! Nahrung, Bewohnbarkeit, maximale Landwirtschaftsdistrikte. Research complete. So, da haben wir jetzt hier diesen komischen Schwarm gefangen. Das arbeiten wir jetzt hier natürlich so nebenbei auch ab. Was haben wir denn da? Habe ich jetzt eigentlich Sklaven? Ich glaube, Sklaverei ist ja bei mir erlaubt, ne? Voller Staatsbürger. Bei mir sind alles volle Staatsbürger. Warum habe ich denn da minus 4? I don't get it. Incoming Transmission. Wir sind da schon wieder tot. Ein Gesandter. Das ist nicht so schlimm. Gasextraktionsbrunnen schafft halt auch nochmal einen Job. Ihr dürft eine Botschaft etablieren. Hier könnten wir noch ein Holotheater brauchen. Wir brauchen mehr Opium für die Massen. Holotheater. Und Holotheater. Obwohl es hier gar nicht so sehr notwendig ist. Sehr, sehr gut. Da habe ich ein paar ziemlich gute Gebiete mir hier einverleiben können. Was mache ich denn aus dieser Fragwürdigkeit? Ey, das ist einfach so ein total schäbser Planet. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Der ist einfach für nichts gut. Warten wir mal ab. Wer ist das schon wieder? Das sind doch die, die mit denen hier verbündet waren. Wisst ihr, was lustig ist? Das kann ich Ihnen das hier anbieten. Tja, ich kann jetzt nicht sofort den Krieg erklären, aber jetzt sind sie endlich schwach genug, dass ich sie zu einer Tochtergesellschaft machen könnte. Ne, also ich habe ja leider jetzt hier noch bis wann? Bis 2331 diesen Zwangsfrieden. Aber ab jetzt kann ich sie theoretisch zu einer Tochtergesellschaft machen. Research complete. Wir haben den Shiran gefangen. Oh. Hier brauchen wir Wohnraum. Sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Ich bin immer überlegen, ob ich meine schmutzigen Geschäfte noch weiter ausbreiten will. Aber momentan ist es gar nicht notwendig. 3,8 haben wir jetzt schon. Erstkontakt. Mykes. Wir haben also wieder einen Erstkontakt. Wo? Another bleeding edge technology discovered. Wenn es nicht direkt neben mir ist, ist es egal. Dann gucke ich auch gar nicht danach. Ich möchte noch mehr Forschung aus den Forschungsstationen haben. Weltkontroll. Was? Wetterkontrollsysteme, nicht Welt. Wetterkontrollsysteme vielleicht? Ja, komm. Ich will noch mehr Wohnraum haben. So, da, da. Er baut hier gerade eben. Habe ich noch mehr Konstruktionsschiffe? Ich habe noch ein Konstruktionsschiff. Bitte hol mir mal diese Forschung hier ins Haus. Wie viele Vultur-Auben-Sachen brauche ich eigentlich noch? Warte mal, Aufbrechen der Alien-Box, genau, die ich ja gefunden habe. Ich weiß gerade eben allerdings nicht mehr, was ich da für eine Farbe nehmen soll. Diese Erstkontakte sind mir gerade ziemlich wumpe. Wir haben schon einige der Alien-Exemplare, aber noch nicht alles. Oh! Die Uri Union. Die da oben. Erheben interessante Ansprüche, meine Damen und Herren. Ships upgraded. We really push the envelope on these ships. Ships upgraded. Ship status cutting edge. Das könnten die echt irgendwann mal ändern. Ship status cutting edge. Ich weiß, ey, das sage ich jetzt seit Ewigkeiten, ne, sage ich das, dass sie das mal ändern könnten. Sie tun es einfach nicht. Unterirdische Clubs, nein. Doch, warte mal, produziert 10 Energy Credits. Ich kann gerade Energy Credits brauchen. Edge. Boom. We built something.
Sag mal, wie lange ist denn der noch arbeitslos? 76. Aber man braucht halt auch Jobs und wir haben hier gerade eben keine Jobs. Das heißt also, ich muss dem jetzt hier irgendetwas bieten. Jobchemiker. Fangen wir mal an, den Jobchemiker hier bereitzustellen. Hier müsste es eigentlich dann genauso sein. Genau, die sind bald soweit. Wir haben auch zwei Jobs übrig. Aber halt nur zwei. Das hier verbraucht auf jeden Fall nochmal eins von den Kristallen. Ja komm, dann baue ich das Ding jetzt hier einfach mal aus. Hier dürfte es genau dasselbe sein. Da haben wir aber noch Jobs. Und hier... Research complete. We ja. Did it. Ich weiß gerade eben nicht was, aber ich glaube, ich nehme das Grüne. Das ist halt jetzt irgendwie so ein dauerhafter Buff. Die grüne Lösung sorgt dafür, dass... Bioadaptivität. Ja, jetzt kann ich besser alles besiedeln. Das ist sehr wichtig gewesen. Das war eine gute Entscheidung. So, jetzt haben wir weniger Kriminalität am Start. Chemowonne brauche ich nicht. Lebensdaueranführer ist eine nette Idee. Nehmen wir aber nicht. Ich mache jetzt mal die Amöbengeißeln, dass die endlich mal auch mal gemacht sind. So, hier ist jetzt die Arbeitslosigkeit weg und damit auch das Problem. Hier fehlen mir allerdings noch Jobs. Gut, ich brauche hier kein Energienetz, echt nicht. Wobei das halt auch ein echt geiler Generatorplanet wäre, ne? Wenn man das hier sorgt für zwei weitere Manager-Jobs. Deswegen bauen wir das da rein. Research complete. So, du kannst danach noch das hier forschen. Schiffe ausgleichen. Ich schicke die jetzt alle erstmal nach Hause zum Upgrade. Du gehst dahin. Also wir merken, dass da oben, da fangen die an frech zu werden. Da muss ich jetzt extrem aufpassen. Eventuell muss ich dann jetzt ja auch noch hier die Vollstrecker-Jobs hier mal beenden. Jetzt habe ich halt wieder einen Arbeitslosen, wobei, nee, stimmt gar nicht. Passt. Hier habe ich das gar nicht aktiv gehabt. Hier brauche ich das auch nicht mehr und ich brauche auch das Kriegsrecht nicht mehr. Das ist immer noch dieser blöde Planet. Der Planet der absoluten Fragwürdigkeit. Hier auch nochmal eine Unternehmenskultstätte. Ach so, ich habe nicht Fühlende hier. Was mache ich denn mit denen? Die müsste man halt erstmal aufwerten, bevor man mit denen was machen kann. Das habe ich ja erst gerade eben gar nicht richtig gesehen. So, bauen. Hier ist halt immer noch ein Arbeitsloser drin, ne? Tja, 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 tja. Ressourcensilos bringen es mir nicht hier. Will ich hier auch nicht Chemieanlage bauen? Komm, ja, was soll's. Irgendwann mal werden hier auch diese Extra-Leistungen nachlassen. Construction complete. Wobei wir keine Arbeitslosen mehr haben. Also eigentlich müsste es sich schon etwas beruhigt haben, aber es tut's noch nicht. Wird auch nicht Fühlende? Nee, hier habe ich... verfügbare Jobs, -2. Ah, jetzt habe ich dann doch zwei Arbeitslose hier. Jetzt habe ich doch zwei Arbeitslose. Ja, aber das hat sich gleich erledigt. Sobald es hier gebaut ist. Mamma mia.
Konsum, ja. Habe ich halt immer noch zwei Jobs übrig. Also ich glaube, ich werde hier auf jeden Fall da noch was machen müssen. Die Amöbengeiseln sind da, also jetzt kann ich mehr Fraktionseinfluss gewinnen. Und hier... Ich will bessere Panzerungen haben. Mein Militär muss das Stärkste in der Galaxis sein. So, noch mehr Forschung. Und wir werden noch mehr Forschung produzieren aus dem All. Wir haben gerade erst angefangen zu expandieren, meine Damen und Herren. Wie sieht's hier aus? Ja, wir wachsen vernünftig. In der nächsten Stufe bekommen wir noch mal ein bisschen mehr Handelswert, noch mehr ein bisschen mehr Handelsschutz. Und was war das hier nochmal? Ach, es sind gerade eben die anderen Präsident, oder? Nee, ich bin immer noch Präsident. Einflussgewinn plus 1 für die Föderation. Ich habe bloß gerade eben einen anderen Anführer. So ein komisches Schnabeltier. Kosten für Gebäude, Distrikte, Baugeschwindigkeit, Planetaris erhöht und außerdem noch mehr Nahrung und Wachstumsgeschwindigkeit Bewohner. Cool. War wohl mal ein Bordellbetreiber. Wir entfernen Blocker. Log updated. Oh, ein neues archäologisches Spezialgebiet ist verfügbar. Cool. Darauf habe ich gewartet. Dann komm doch du mal ganz schnell darüber. Naja, schnell ist relativ. Was, ich komm nicht mehr nach Hause? Ich komme tatsächlich nicht mehr nach Hause. Das ist gerade ein bisschen doof. Weil die Piraten hier haben und sich anscheinend nicht darum kümmern wollen. Nee, mach erstmal das Spezialprojekt hier. So, und damit haben wir das hier abgeschlossen. Nochmal eine Wohnung mehr pro Stadtdistrikt und eine weitere Aufstiegsvorteilüberlegung. Verstanden über den ich will nicht telepathisch werden. Galaktische Macht wäre nice. Verteidiger der Galaxie. Es erhöht halt die Meinung von allen. Also, die Kriminellen sind die Verteidiger der Galaxie. Galaktische Anwärter, nein. Beherrscher der Natur wäre sehr, sehr gut, weil dann kann ich die Planeten, die ich jetzt schon habe, noch mehr verbessern. Oder wir nehmen Geboren in der Leere, das mir ermöglicht, die Habitate noch weiter zu nutzen. So. Ich glaube, ich nehme Beherrschung der Natur. Und später nehmen wir dann noch die Habitate. Unter Umständen. So, jetzt kann ich nämlich nach... Also ich kann jetzt die Landräumung machen, wie ihr seht, ne? Erhöht dann hier die Distrikte. Einige der Planeten, da wird unter Umständen Zeit, das zu tun. Hier geht noch was. Ich guck gerade bloß, bei welchen Planeten es schon notwendig wird. Kann ich hier schon irgendwas entfernen? Nein. Hier geht's auch nicht weiter. Hier. Hier muss ich es auch noch nicht tun. Hier wäre es durchaus sinnvoll. Hier wäre es durchaus sinnvoll. Hier muss ich das noch nicht tun. Und hier wäre es durchaus sinnvoll. So, da la. Research complete. We did it. Es geht gerade richtig ab hier. Ich kann hier immer noch nicht durchfliegen, by the way. Ich will jetzt hier mal einstellen, dass er sich jetzt halt doch mal da rein bewegen kann. In der Hoffnung, dass ich dann einfach hier durchkomme. Ich habe mich verklickt. So, ich habe ein Habitat erschaffen. Probier mal dein Glück hier. Schauen wir uns das Habitat an. Es hat einen Industriedistrikt, einen Handelsdistrikt, ein Weltraum-Bergbaumodul.
und Freizeitdistrikt. Wir kolonisieren es. De facto kann eigentlich jeder da drauf. Ich glaube, ich nehme meine Gründerspezies. Ne, die kann das nicht so gut. Ja, dann ist es mir egal. Gibt es irgendeinen, der... Mehrere Lithoiden hier. Ich habe sehr viele Lithoiden, stelle ich gerade eben fest. Gott, wie viele Lithoiden habe ich denn? Egal. Ich weiß nicht, wie ich das Ding nenne. Ich nenne es einfach mal so. Es hat einfach Habitat. So, Punkt. Ich kann aber natürlich noch mehr jetzt in der Richtung machen, ganz im Ernst. Ich hätte gerne hier auch ein Habitat. We really push the envelope on these ships. So. Ach nee, da geht nur eine Bergbaustation. Schade. Ich dachte, da würde auch was gehen. Ging aber nicht. Legiria, du baust noch mehr Legierungen. Kann ich noch mehr Blocker entfernen, wie ich gerade eben feststelle. Oh, da ist eine Forschung abgeschlossen. Nee, nicht abgeschlossen. Wissenschaftler schon wieder tot. Ich bekomme jetzt leider keinen Ingenieur, also nehme ich den Wahnsinnigen hier. Research complete. Wie viele von den Viechern fehlen mir denn jetzt eigentlich noch? Ich habe Fragen, Spiel. This tech had better generate some revenue. So wie es aussieht, komme ich da durch. So, wir machen jetzt mehr Fraktionseinfluss und jetzt würde ich ganz, ganz gerne hier mal diese Sümpfe mal entfernen können. Yes, we did it. Wir sind durchgekommen. Boom. We built something. So, das ist jetzt auch durch. Wir haben mehr Distrikte dadurch jetzt hier zur Verfügung. Leistungswettbewerb, nö. Wie viele habe ich eigentlich schon in Relikten? 11. Ey, das ist ja echt nichts. Das ist ja extrem wenig. Aber ich habe auch bis jetzt noch nicht so dieses mega Glück gehabt, um hier irgendwelche Ausgrabungsstätten hier noch herzuzaubern, ne? Das hat bis jetzt nicht so wirklich geklappt. So, warte mal. Jetzt kann ich halt das da noch abreißen. Und dann baust du halt hier noch... Ach, jetzt brauche ich wieder Einfluss. Sehr gut, dann muss ich so lange warten. Die sind halt teuer. Komm. Brauche noch mehr Nahrung hier rein. Die Sache mit dem galaktischen Rad rutscht immer weiter runter. Der Feind meines Feindes unterstütze ich. Also solange es keinen galaktischen Rat gibt, gibt es halt auch keine Chance, Imperator zu werden, ne? The aliens have federated. Okay, es gibt eine neue Föderation. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Oh, ich kann aufwerten. Das machen wir. Ich habe da so eine Spezies, die so rumnervt. Die will ich auf jeden Fall aufgewertet haben. Gut, die wird danach auch noch ein bisschen rumnerven. Aber es ist besser als nichts. Ich schicke den da mal rein. Einen hatte ich ja noch übrig. Können wir mal wieder einen Erstkontakt hier versuchen. Und jetzt kann ich endlich diese Blocker entfernen. Ein Träumchen wird wahr. Naja, macht weiter. Einfach weitermachen, Freunde. Research complete. So, wir haben alle Exemplare gefangen. Wir bekommen jede Menge Einigkeit, Einfluss, Energy Credits und Sozialforschung. So, jetzt will ich gerade nur mal gucken. Sind sie jetzt bereit, hier auf Wettkampf zu gehen? Nee, immer noch nicht. Sie sind halt der Meinung, dass wir zu krass sind. So, warte mal. Ich möchte jetzt auf jeden Fall hier die Flotte jetzt hier ins Leben rufen. Oh. Another bleeding edge technology discovered. Jetzt habe ich die auch noch hier kennengelernt. Nice.
Man kann da sich nette Boni holen, das weiß ich, aber ich werde das jetzt gerade eben noch nicht sofort tun. Das hier will ich nicht abbauen können. Ich meine, ich handle schon damit, was ist da los? Es sind diverse Space-Amöbas bei denen. Aber sie sind nicht bei mir und damit bin ich glücklich. So, du kommst jetzt hierhin zurück. Du machst das da. Und ich hätte da ganz, ganz gerne mal wieder so eine Ausgrabungsstätte, aber vielleicht entsteht dadurch jetzt hier ja eine. Die Möglichkeit besteht. Preparing planet for resource extraction. Was ist da los? Okay. Die wurden hier gerade eben erwischt irgendwie. Also meine Nachbarinos hier sind schon ziemlich... We really hit this tech out of the ballpark. So, Forschungsstationen sind noch besser. Lass uns das jetzt hier bauen. Erforschen. Jetzt bin ich ernsthaft im Überlegen, ob ich sie jetzt halt noch unterjochen will. Nein, ich will keine Ansprüche. Ich möchte ihnen klar machen, dass der Tochtergesellschaftsstatus so ziemlich das Einzige ist, was für sie noch in Frage kommt. Natürlich haben sie Nein gesagt, das ist klar. Aber was interessiert mich, was die denken? Ich muss jetzt noch ganz schnell meine Schiffe upgraden. Wenn wir das gemacht haben, dann fliegen wir hoch und geben ihnen den Rest. We really push the envelope on these ships. Ich muss ja nur genügend Einfluss bekommen. Und so bekomme ich halt immer mehr Einfluss, wenn die mir dann quasi auch noch alles Mögliche bezahlen müssen. We really push the envelope on these ships. Und ja, ich muss sie dann halt beschützen, aber who cares? Vielleicht kann ich dann danach die da oben auch noch unterjochen, hier diese Great Uri Union, die für meinen Geschmack schon viel zu groß geworden ist. Großkotze, ich sag's euch. Megastruktur, Habitat bauen bitte. This tech had better generate some revenue. So, jetzt kann ich hier eine Spezies demnächst aufwerten. Ich kann noch mehr Bauplätze vielleicht erschaffen oder noch mehr Flottenkapazität. Ich möchte erstmal trotzdem die Dinge jetzt hier zerlegen können. Nicht fühlend, die werden aufgewertet. So, die werden aufgewertet. Ships upgraded. Jetzt ist nur noch eine Flotte da, die aufgewertet werden muss. 1,5, 1,5. Ja, also inzwischen ist die Kampfkraft durchaus vertretbar. Und ich muss meine Schiffe sowieso noch zu ihnen hochbringen. Da ist wieder was durchgegangen. Geringfügige Forschungssanktionen gingen durch. Warum brauchen die gerade lang? Und da haben wir jetzt hier die 4K. Ships upgraded. Gut, dann hoch mit euch. Pre-Sapiens uplifted. Initiate direct marketing campaign. Incoming transmission. Let it go to voicemail. Das ist einfach so köstlich. Oh, das Racket-Industrieunternehmen wurde zerstört. Was? Okay. Ja, auf die werden ausgewertet. Ey, das finde ich einfach so köstlich. Ohne Witz. Bei den Manifestisten ist auch nichts mehr passiert, ne? Das ist komisch. Ich versuche noch den Erstkontakt aufzunehmen, währenddessen die jetzt hier aufgewertet werden. Wer hat denn die Rackets zerstört? Und wer ist das denn? Fragen über Fragen, meine lieben Freunde, die wir beim nächsten Mal erörtern müssen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.